Hallo und herzlich willkommen zurück zu Teil 11 meines Unity Pixel Jumper Tutorials. In diesem Video werde ich mich darum kümmern, dass der nächste Level geladen werden kann und ich werde eine zweite kleine Szene bauen, damit wir auch was zum Laden haben. Zuerst erstelle ich mir im Game Controller drei neue Variablen, einmal die Anzahl der verfügbaren Szenen, den aktiven Szenenindex und die Wartezeit, bis die nächste Szene geladen werden soll. In der Startmethode kann ich mir dann den Scene Count und den Active Scene Index aus dem Scene Manager holen. Außerdem registriere ich am Scene Manager eine Callback-Methode, die aufgerufen wird, wenn die Szene geladen wurde. Dort kann ich dann den aktuellen Szenenindex auf den Bildindex der geladenen Szene setzen. Als nächstes ersetze ich das Neuladen des aktuellen Levels mit einer Coroutine, um den nächsten Level zu laden. Dort bestimme ich dann zuerst den Index der nächsten Szene. Und prüfe dann, ob dieser Szenenindex in der Szenenliste vorhanden ist. Ist dies nicht der Fall, lade ich einfach die erste Szene. In einem richtigen Spiel würde ich hier stattdessen den Endscreen laden. Für das Neuladen brauche ich außerdem eine Boolean-Variable, um festzustellen, ob das Laden der nächsten Szene getriggert wurde, um zum Beispiel zu verhindern, dass der Level neu geladen wird, wenn ich beim Einsammeln des letzten Items in ein Loch falle. Um das Ganze jetzt vernünftig testen zu können, baue ich mir eine zweite Szene. Dafür benenne ich die vorhandene Szene einmal um in Level 1 und die neue Szene wird einfach eine Tutorial-Szene. Um es einfach zu halten, besteht die Tutorial-Szene lediglich aus einem kleinen Raum mit einem Item, damit ich das Laden der nächsten Szene schnell testen kann.
Anschließend füge ich die Tutorial-Szene der Szenenliste in den Build-Settings hinzu. Wenn ich jetzt das Item aufsammle, sollte der nächste Level geladen werden. Im nächsten Video werde ich mich um die Hintergrundmusik kümmern, inklusive des Audiomixers. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, ciao!